Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, was haben wir denn heute auf dem Gabentisch? Ja, wir starten heute, würde ich sagen, wieder mal mit der Bayernwoche. Ne? Wir haben wieder ein paar bayerische Biere eingepackt, ja, aus Brauereien, wo wir auch schon mal ein paar Biere her hatten, beziehen können. Und ja, heute haben wir einen Tegernseer Spezial aus dieser, ja, Euroflasche. Bayerisches Bier, immer leckeres Bier. Was ist denn das für eins diesmal? Export, Leute. Heute haben wir es mal mit einem bayerischen Export zu tun, deswegen auch Spezial. Wassergerstenmalz und Hopfen, gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot und 5,6% Umdrehungen. Das Tegernseer selber hatten wir ja schon mal vorgestellt gehabt. Das war soweit solide. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das jetzt dieses... Oh Gott, ich vergesse das jedes Mal. Wir hatten so viele bayerische Biere. Na, auf jeden Fall war es gut gewesen. Das war kein schlechtes Bier. Ja, dementsprechend bin ich mal gespannt. Vom Etikett her wieder recht traditionell, recht schlicht gehalten. Ja, so schaut's aus, aber wahrscheinlich wird ja eh die Grafik drin sein. Und Leute, ich habe heute wieder richtig Bierdurst. Wirklich, ich habe heute noch kein Bier getrunken und ich hatte gestern auch Pause gehabt und dann dachte ich, oh Gott, ich habe wieder Bock auf Bier. Ja, da freue ich mich jetzt riesig, dieses Bier trinken zu können, ja. Mal sehen, Export, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Wir wissen selber, Export ist nicht ganz so meins, aber... Wollen wir mal schauen. So, was haben wir denn da? Die Kapsel ist erstmal bedruckt. Tegernseer Bier steht da auch nochmal so drauf. Ein bisschen verchromt. Okay, Euroflasche. Okay, Entspannungsverdampfung. Ist definitiv drin. Jetzt nicht viel, aber es strömt ordentlich raus. Es sieht gut aus. Und ich würde sagen, lassen wir laufen. Haben wir Bierdurst. So. Ja, schön. So, da läuft es auch schon rein. Erwarte ein bisschen Blume übrigens, ja, Bayern, also da sollte was gehen und ich glaube, es geht auch was. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir denn da? Haben wir ein Bier. Sieht aus wie ein Bier. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles, nichts Außergewöhnliches, ganz traditionell, so wie ein Bier aussehen soll. Eins, zwei, naja, zweieinhalb fingerbreite Blume haben wir, schneeweiß. Fein bis mittelporig, zentriert in der Mitte, recht große Konzentration von Luftbläschen. Die zerplatzen da, die zappeln ein bisschen rum, die begrüßen einen, finde ich soweit okay. Kaum Kraterbildung, das Ganze ist recht linear. Wenn ich mir die Blume so anschaue, muss ich sagen, 90 Sekunden Standard wird sie durchhalten und im Glas stehen bleiben. Finde ich recht gut, ich glaube man erkennt es auch schon hier, ich muss da gar nicht groß schwenken. Wir sehen auch hier... Die Blume bleibt an der Glaswand haften, was bedeutet das? Das Bier ist sehr gut geschützt, die Aromen bleiben drin, steht schön vernünftig, sieht für die Optik und für die Ästhetik gut aus, liegt an den Proteinen, die da drin sind. Finde ich sehr schön, das haben wir jetzt mittlerweile schon wirklich gelernt. So, selbst haben wir es hier mit einem Export zu tun, das heißt die Farbe, würde ich sagen, passt schon mal. Schönes, helles Getreidegold, so in diese Richtung würde ich sagen, geht das Ganze. Ist filtriert, keine Schwebeteilchen. Dafür aber eine ordentliche Karbonisierung, die ja aufsteigt vom Glasboden bis nach oben zur Blume hin. Und das ordentlich. Also das sind schon wirklich richtig dicke Brocken, Perlen, fast schon halbe Murmeln, die dann nach oben, ja, steigen. Und das auch recht zügig, aber gleichmäßig. Das heißt, von der Optik her wirkt das Ganze sehr spritzig, sehr kohlensäurelastig. Das finde ich immer sehr gut, weil das schafft optische Reize, aber auch natürlich geschmackliche Reize. Nicht immer, aber immer öfter. Und ja, Blumenteppich, keine Risse, keine Löcher oder Inselchen. Und das Ganze, naja, ich würde sagen, das hat schon eine gewisse Tiefe auch. Erinnert schon fast so ein bisschen an ein Pilzbier. Ein gutes. Also ich sag mal doch, es hat eine Tiefe, also es sieht eher saftig aus und alles andere als wässrig, was ich sehr schön finde. Ja, Optik, Ästhetik, also wenn der Wirt mir das so hinstellt, sage ich, lass mal stehen, zapf schon mal das nächste. Soll heißen, ja, sieht lecker aus, Bierseffler mag das, will er trinken. So, ich schenke nochmal kurz ein bisschen ein. Ja, wie ich gesagt habe, so locker 90 Sekunden hält die Blume durch, finde ich sehr anständig, sehr ordentlich. So. Ich muss noch mal kurz riechen. Riecht mild, aber auch würzig. Lieblich würzig mit einem starken Malzkörper. So bewerten wir mal das Ganze, so wie das da hier alles so daherkommt. Da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit, möchte ich gerne 9 von 10 Punkte geben für die Optik, für die Ästhetik. Macht mir Appetit, habe ich jetzt Bock drauf.
Ja, so. Machen wir mal probieren hier, würde ich sagen. Jetzt nehme ich mal das, was wir am liebsten machen, nämlich den Antrunk, Freunde. Also, würde ich sagen, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Ja, ach doch. Ach ja doch, auf sowas habe ich jetzt Bock. Ja, der Antrunk, muss ich sagen, vom Brauwasser her scheint eher ein weicheres Wasser zu sein. Finde ich sehr gut. Es breitet sich schön voluminös im Mundraum aus. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Da ist nichts irgendwie, wo ich sagen würde, ja, da ist jetzt kein Bereich im Mundraum, der jetzt nicht benetzt wird. Das finde ich gut. Das wirkt auf der einen Seite auch natürlich erfrischend, wenn alles, wie gesagt, im Mundraum mit dem Bier benetzt ist. Backen, Innenwände, Zunge, überall setzt sich das Bier dann nieder bereits beim Antrunk und scheint mir eher ein gemütlicheres Bier zu sein. Es ist erfrischend, aber ich würde sagen, es hat nicht so einen guten Zug drauf, dass man es jetzt zack, 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 zack wegsuppeln könnte, wegexen könnte. Geht eher so in die Richtung, wo ich sagen würde, ja, eher so gemütliches Bier, wenn überhaupt ein Hybrid, wo man sagen könnte, gut, eine Flasche ziehst du ein bisschen schneller weg, die zweite, die genießt du dann schon mehr, weil dann einfach nochmal ein bisschen mehr was im Mundraum passiert durch die Aromen. Entfaltung. Trinktemperatur liegt jetzt übrigens bei 7 Grad. Letzte Messung, die wir hatten, als wir es aus dem Kühlschrank geholt haben. Und ja, erster Eindruck beim Antrunk finde ich gut. Der Antrunk macht das, was er soll. Er bereitet den Mundraum fantastisch auf das Bier zu, vor und zu auch natürlich. Ja, und würde ich sagen, tauchen wir mal ein hier. Mal wieder Virologie betreiben. Also los. Ja, doch eindeutig. Eher ein bisschen gemütlicheres Bier. So, Aromen sind sehr selbstbewusst, deutlich wahrnehmbar, nichts irgendwie, was sich verstecken tut oder so, kommt alles so schön ins Rampenlicht nach vorne. Für den Export verdammt süßlich, also ich muss immer an das Sterni denken, Sterni-Export, Oettinger-Export, ja, was hat man noch gehabt? Ja, das 05er natürlich, Export. Turmbräu, Adelskrone, also die ganzen Discounter-Dinger, dann die etwas hochwertigeren, da wo ich auch das hier einordnen würde, und dann diese Superbiere, die wir da hatten. Eigentlich sind ja alle Exportbiere immer ein bisschen würziger, ein bisschen lieblicher im Geschmack. Dieses hier toppt tatsächlich alles, also das ist wirklich eher vergleichbar mit einem hellen, und es wundert mich nicht, wir bewegen uns hier in Bayern und da ist immer ein bisschen eher milde, ein bisschen süßer, ein bisschen lieblicher geht das daher, ein bisschen weicher, softiger. Ist mir nicht unangenehm, Freunde. Ich finde nur die Komposition interessant. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen, wie sich das Ganze entfalten tut und das in welcher Reihenfolge. Ist nicht jetzt ganz so einfach. Ich glaube, das Tegernseher, was wir da hatten, das Helle, das war ein bisschen schlichter. Das war weniger komplex, finde ich. Erinnere ich mich noch. Ja, doch. Aber ich kann mich, glaube ich, festlegen. Als erstes kommt wirklich dieser schöne Getreidige, diese ganzen getreidigen Nuancen, die kommen hier wirklich prima zum Vorschein. Sprich der Malzkörper, der auch eine eigene Nussigkeit, eine eigene Süße mit sich bringt. Finde ich sehr gut. Dadurch haben wir schon mal Lieblichkeit erzeugt. Und auch einen schönen Malzkörper generell, der einfach gut schmeckt, der ist gut vorbereitet. Der ist richtig so, ach ja doch, da kann man sich gut. Es gibt ja auch so, ne, so den Malzkörper so extrem nussig oder so blumig schmecken, so körnig, ja, dann ist das immer nicht ganz so, ne? Hier ist richtig toll, oder? Das passt schon. Ja, dann haben wir so eine leichte Fruchtsäure drin. Ich möchte mal nicht sagen Fruchtsüße, eher Fruchtsäure. Die aber prima, wie gesagt, mit diesem Malzkörper harmoniert. Die ist eher so ein bisschen sekundär, eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, und dann spielt sich etwas ab, was einen tatsächlich so an so ein Helles erinnert. So dieses Milde, dieses Weiche und dann auch nochmal lieblichere Nuancen, die zusätzlich dann nochmal diesen Malzkörper unterstreichen. Ich will mal fast schon sagen, ummanteln. Und dann zum Ende hin, zum Abgang, dann merkt man dann auch diese, ich sag jetzt mal eher würzigere Hopfennote, die da irgendwie nach vorne tritt. Und das finde ich ganz gut, das ist so wirklich hinterer Zungenbereich, kurz bevor man es runterschluckt, da hat man dann dieses Erlebnis, da wo man wirklich nochmal so ein bisschen so diese
diese Komposition aus Malzkörper, Säure, die da mitschwingt und dann diese wirklich eigentlich kontinuierliche, im Mundraum kontinuierlich anhaltende Lieblichkeit. Und die dann ganz zum Schluss nochmal in so ein kleines, so eine Ergänzung durch Würze und Hopfen, also dieses Bittere, was einen tatsächlich auch so diese Hopfenherbe schon fast an ein gutes Pilz erinnert, letztendlich dann sogar tatsächlich an einem Export. Und das hatten wir bei diesem Helm, das Tegernsee Hell, das uns dann der Silentium übrigens mitgeschickt hatte damals, hatten wir da nicht gehabt. Also das hätte ich mich sonst daran erinnert, ne? Dass dann so diese eher pilzlastige, diese Hopfenherbe da tatsächlich nochmal so deutlich hervorsticht. Spricht also alles für den Export. Ja, okay. Ist solide. Und auf jeden Fall auf einer Skala wird nach meinem Geschmackserlebnis her, meiner Wahrnehmung her, tatsächlich auch ein besseres Export. Schmeckt mir, weil es einfach nicht so ist wie das Sterni und das Oettinger und das 05er und Adelskrone. Ja, also aus diesem Grund, wir sind wir Freunde hier, wir sind Freunde, wir mögen uns, das ist sympathisch. Wirklich weich. Nee, doch, das mag ich. Finde ich gut. Auch wieder so ein Export, was ich mag. Also so langsam sammeln sie sich, ne? Jetzt haben wir ein paar Exportbiere, haben wir jetzt ja schon. Ich glaube, eine Top 5 könnte ich zusammenstellen. Ja, doch, das ist Qualität hier. Das ist wirklich, finde ich gut. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass der Alkohol nicht ganz rausretuschiert ist. Also eine leicht metallische Note, so noch kurz bevor der Hopfen einsetzt. Also so kurz vor dem hinteren Zungenbereich, da merkt man nochmal, das bitzelt ein bisschen, schmeckt ein bisschen metallisch. Das ist diese, ja, das sind immerhin hier 5,6% Umdrehungen. Das merkt man dann schon. Das hat man vielleicht bei manch Discounter, sage ich jetzt mal, Export weniger. Da wird es dann komplett rausretuschiert. Also hier merkt man schon noch kräftig auch, ja, dass man da noch ein bisschen was drin hat, wenn man sich darauf konzentriert. Aber das ist geil. Gut, können wir bewerten, Freunde. Ja, schick, spezial. Herzoglich-Bayerisches Brauhaus Tegernsee. Das Tegernseer Spezial-Export. Geiles Bier, Leute. Das schmeckt. Gebe ich 5 von 5 / 6 Punkten. Das ist es mir wert. Und ja, jetzt wollt ihr ja noch wissen, zu welchem Essen, ne? Ich würde sagen, was aus der Küche kommt, was nicht zu leicht ist. Weil wenn ihr zu leichte Speisen jetzt hättet, ich gehe mal davon aus, so ja, Pfannkuchen, Milchreis, Haferflockensuppe, Eintopf vielleicht mit Bohnen, das wäre alles schon zu leicht. Dann eher eine richtig kräftige Kartoffelsuppe mit ordentlich Rauchspeck drin. Vielleicht sogar ein Kotelett mit Kartoffeln und brauner Soße, ein paar Röstzwiebeln oben rüber, sowas in diese Richtung. Also durchaus eher herzhaftes, kräftigeres Essen. Aber Vorsicht, ich würde es auch nicht zu fettig werden lassen. Ist die Speise zu fettig, dann würde die Speise über dem Bier stehen. Das heißt sozusagen, dann hätte man diese lieblichen Aromen, wenn man es dazu trinkt. Und die würden wegfallen. Also man muss auch jetzt nicht übertreiben mit der Fetthaltigkeit der Speise. Ich würde sagen, gutes Mittelmaß. So Kartoffelpuffer, ja, Rösti, sowas in diese Richtung. Vielleicht auch eine milde Knoblauchsoße dazu. Milder Käse vielleicht dazu. Sowas in diese Richtung könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, besonders Käse, stimmt, das würde ganz gut passen, glaube ich. Das könnte ein ganz guter Genuss sein, wo man auch nochmal so das Bier nochmal schön bisschen herausheben kann, weil es einfach zusammen ganz gut passen würde. Nur ich würde nicht zu fettig werden, ja. Also Schweinebauch oder so wäre schon zu fettig vom Grill. Deswegen rate ich da eher ab, würde ich dann doch eher so ein Pilz oder ein Schwarzbier wählen. Gut, das hat's gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersiffler.